Plenum TV, eine Sondersendung mit Abgeordneten aus der schönen großen Metropolregion Nürnberg. Ich darf Sie begrüßen. Frau Helga Schmidt-Bussinger, Sie sind sehr, sehr lange, genau 4 Perioden schon im Bayerischen Landtag. Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Gebürtig in Schwabach und auch Sie, Herr Freller, Karl Freller, Urgestein der CSU, ein Schwabacher Urgewächs, der mir auch erklärt hat, woher das Blattgold kommt. Sie sind auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion und habe mir sagen lassen, 8 Wahlperioden schon im Bayerischen Landtag, 6 Jahre mit Franz Josef Strauß. Also das muss man können. Erwin Huber ist ein bisschen länger noch dabei. Gut, schön, dass Sie da sind. Wir reden über Metropolregion Nürnberg, über Strukturen in dieser vielfältigen Gegend. Beginnen möchte ich mit Verkehrsthemen, Verkehrsstrukturen, die in Nürnberg einkesseln, beschleunigen. Nürnberg ist in vielerlei Hinsicht an einem Verkehrsknotenpunkt. Wie würde man denn diese Infrastruktur von der Größe her und von den Potenzen und von den Bedürftigkeiten einkategorisieren? Ja, wenn ich zunächst mal auf die Verkehrssituation in der Region eingehen darf, muss man aus der Historie sagen, dass wir sehr, sehr lange gewartet haben, bis wir einen ähnlich guten ÖPNV wie die Region München bekommen haben. Sprich, der S-Bahn-Ausbau hat an die 30 Jahre später eingesetzt. Aber wir haben mit den beiden großen Autobahnen, der A3 und der A6, zwei Verkehrsadern, die stark genutzt werden, speziell jetzt nach der Wiedervereinigung, nach der Öffnung zum Osten hin noch stärker genutzt werden und dringend ausgebaut werden müssen. Hier sind schon erste Schritte erfolgt, aber der weitere Ausbau, speziell der A6, da gibt es teilweise schon Beschlüsse darüber, aber das Geld ist noch nicht da, muss dringend erfolgen. Und auf der A3 haben wir auch regelmäßig Staus, auch hier muss mehr erfolgen, ebenso mit dem weiteren Ausbau der S-Bahn-Erschließung in der gesamten Metropolregion. Das sind, denke ich, die wichtigsten Punkte. Und mit dem aktuellen Punkt der Erschließung nach Erlangen, da gibt's ja eine aktuelle Diskussion über eine schnellere Verkehrserschließung, die sicherlich auch kommen muss. Also schneller, breiter. Und zwischendrin habe ich rausgehört, ein bisschen den Vorwurf, München kriegt alles und Nürnberg wird ein bisschen abgehängt. Können Sie das so stehen lassen? Nein. Ich stimme der Kollegin zu, dass wir in der Tat sowohl an der Ost-West- wie an der Nord-Süd-Achse liegen, dass ein Straßenausbau dort immer wieder vonnöten ist, weil einfach sehr viel Verkehr auch in den letzten Jahren hinzukam. Und es heißt ja auch, Verkehrsadern sind letztlich ja wirklich die Lebensadern einer Region. Insofern ist es wichtig, wo wir wissen, dass natürlich auch von der Lärmbelästigung bis hin zu Umweltbelastungen Verkehr auch seine Probleme hat. Aber es ist einfach unverzichtbar für eine Metropolregion. Wir haben hier gerade auch mit dem Nürnberger Hauptbahnhof und den Zug- und S-Bahn-Verbindungen sehr, sehr gute Anbindungen inzwischen und auch straßenmäßig. Wichtig ist, dass wir den Franken-Schnellweg ausbauen. Da ist jetzt ein entscheidender Entschluss getroffen worden im Dezember letzten Jahres, dass fast 500 Millionen der Freistaat reingeben wird. Es gab dort lange bitte um Nachsicht, wenn ich sage, es ist rot-grüner Widerstand gewesen gegen diese Straße. Aber das wird kommen. Wo wir sicherlich auch noch Bedarf haben werden, ist im südlichen Mittelfranken, im Weißenburger Raum. B2 ist jetzt viel geschehen, aber auch diese Verbindung ist wichtig. Wir haben immerhin den einzigen Landkreis in Mittelfranken, der überhaupt keinen Kilometer Autobahn hat. Das ist Weißenburg-Gunzenhausen, muss man auch wissen. Und man merkt dann schon, dass die Region abhängig ist von großen Verkehrsadern. Reden wir mal über das Tor zur Welt. Auch Nürnberg hat ein Tor zur Welt, ein bisschen defizitär, wie man liest, den Flughafen. Ist das ein Schmuckstück oder ein Motor des Fortschritts oder ist es eher ein Regionalflughafen, der sich einreihen muss in die defizitären Flughäfen, die man schließt?
Also ich bin froh, dass wir den Nürnberger Flughafen haben. Wir müssen ihn stärken, stützen. Es ist nicht ganz so leicht, weil natürlich die Drehkreuze das Populäre sind im Flugverkehr, sprich München oder Frankfurt. Aber umso wichtiger ist, dass man in dem nordbayerischen Raum diesen Flughafen erhält sowieso, aber auch natürlich versucht, dass möglichst viele Verbindungen dort noch weggehen. Kann man da einwirken als Regelpolitik? Geht ja gar nicht, das ist ja eigentlich der freie Markt. Das ist die Schwierigkeit. Man kann natürlich mit Infrastrukturmaßnahmen, mit Zufahrten zum Flughafen und alles, was drumherum ist, das Ganze schon attraktiv halten und natürlich auch durch Unternehmensansiedlung und vieles mehr. Messe ist ein wichtiger Punkt, der für den Flughafen spricht. Wir haben eine der wichtigsten Messestädte mit Nürnberg, fast der Welt. Und da stecken gewisse Potenziale und Chancen drin. Also derzeit kann man mit der Situation des Nürnberger Flughafens nicht zufrieden sein. Ich denke, es müssen alle Alarmglocken schrillen, weil immer weniger nach meiner Einschätzung Flüge von Nürnberg weggehen. Wenn, dann hat man oft einen Zwischenstopp in München oder andernorts und es macht den Flughafen Nürnberg unattraktiver. Also hier ist dringend Handlungsbedarf. Ich denke, es ist erkannt, dass Handlungsbedarf besteht, aber so der richtige Durchbruch ist noch nicht geschafft. Und deswegen müssen wirklich alle Verantwortlichen von der Politik über Verantwortliche aus dem Bereich der Wirtschaft in der Region versuchen, hier den Flughafen attraktiver wieder zu gestalten. Und dann hängt auch die Auslastung von dem Flughafen eminent mit der Wirtschaftskraft der Region zusammen. Und da reden wir am Beispiel Nürnberg leider auch mit einer reden wir über eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Gründe sind bekannt, es sind große Firmen weggebrochen. Welche Strategie ist denn da seit Jahren am Wirken und hat die Erfolg Ihrer Meinung nach? Also die Wirtschaftskraft in der Region ist groß, Gott sei Dank. Auch die Wirtschaftskraft der Stadt Nürnberg. Aber man muss natürlich reagieren auf diese Umbrüche. Abzug Quelle, Abzug AEG und. Es sind ja viele Altindustriestandorte auch weggebrochen und der ein oder andere ist möglicherweise noch in Gefahr. Hier gab es bereits entsprechende Gegenmaßnahmen, die aber nach meiner Einschätzung nicht ausreichen. Warum glaube ich das? Die Arbeitslosigkeit in Nürnberg ist immer noch mit am höchsten in ganz Bayern. Das macht deutlich, dass die strukturpolitischen Maßnahmen nach wie vor noch nicht hundertprozentig gegriffen haben, dass weitere Maßnahmen notwendig sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Hochschul- und Wissenschaftsstandort Nürnberg gestärkt wird. Das beginnt man auch, das hat man auch gesehen, aber da bedarf es, denke ich, noch weiterer Maßnahmen. Kommen wir gleich auf die Hochschulen zum Sprechen. Frage mal an Sie, Herr Freller. Nun ist es eine traditionsreiche, reiche Stadt mit vielen Ressourcen und Grundig ist schon viele Jahrzehnte her. Also wenn man die Zahlen sieht und es ist wichtig, die sich genau anzuschauen, dann liegt Mittelfranken bei 4,5% Arbeitslosigkeit. Das ist zwar in Bayern etwas höher, wobei auch hier die Bandbreite zwischen 3% und 4,5% liegt, aber es liegt Mittelfranken erheblich unterm Bundesdurchschnitt. Also wir haben erheblich weniger Arbeitslose, wie es im Bundesdurchschnitt gibt. Also das heißt, diese Region ist trotz allem stark und was natürlich erfreulich ist, dass es in der Städteachse wirklich gelang, diese abbrechenden Industrien, die ja auch sich ein Stück weit überholt haben, zu ersetzen durch moderne Industrien. Und wenn ich jetzt an den Oberbürgermeister von Fürth erinnere, der ausdrücklich gelobt hat, dass die Bemühungen nach Quelle so groß waren, dass eigentlich jetzt eine bessere Arbeitsmarktsituation ist, wie es vor 3 Jahren der Fall war, dann sind es schon Entwicklungen, wo ich sage, die machen Mut. Und ich bin auch der Auffassung, hat diese Region ungeheuer Potenzial, was ganz gefährlich wäre, wenn man verfallen würde. In Kollegen hat es nicht getan, aber andernorts geschieht es gelegentlich ins Jammern. Weil Tante von mir hat einen schönen fränkischen Satz gebraucht, die war schwer krank und hat aber nie geklagt. Dann hat sie gesagt, wer jammert, kriegt keinen Besuch. Das gilt auch für eine Region. Wenn eine Region sagt, uns geht es aber schlecht, wer will dann schon hin in eine Region, der es schlecht ginge? Mal eine Frage zu dem Potenzial. Da steckt natürlich sehr viel drin, besonders wenn es gelingt, den Rohstoff Wissen anzuzapfen und die universitäre und Hochschullandschaft in Nürnberg und auch besonders Erlangen ist ja erkannt und da wird ja sehr viel gemacht. Aber hinkt man da immer noch ein bisschen dem großen Bruder München hinterher oder im Ausbau? Wie viele Kapazitäten haben Sie denn an Studenten? Also wir haben
es geschafft, in Nürnberg durch die Fachhochschule, vor allem die jetzt eine technische Hochschule wurde, eine ungeheure Attraktivität auch zu gewinnen für die ganzen technischen Berufe. Und haben natürlich noch die Friedrich-Alexander-Universität auch mit entsprechenden Kapazitäten. Wir haben die Fachhochschule Ansbach, die auch eine sehr positive Entwicklung genommen hat. Also ich meine, wir haben genügend Potenzial, auch dass die Studenten, Studentinnen im Raum bleiben oder in den Raum kommen. Was natürlich wichtig ist, die Konkurrenz unter den Hochschulen ist groß und es wird der letztlich auch gewinnen, der hier schon auch bei der Evaluierung auf Bundes- oder auf Europaebene die Nase vorn hat. Also bei uns ist vielleicht weniger eine Frage der Quantität, sondern es ist immer auch wichtig, dass die Hochschule an der Spitze des Rankings steht. Studenten sind wählerisch. Bamberg wird als schön kuschelig beschrieben. Passau hat das bessere Bier, heißt es unter Studenten. Wie sieht es denn da in Nürnberg aus? Wie attraktiv ist der Universitätsstandort Nürnberg? Ich denke, er ist für Studenten, was das Angebot an Studiengängen betrifft, was das Angebot an Wohnen betrifft, was die Umgebung, auch die Freizeitqualität betrifft, schon attraktiv. Aber er ist ausbaufähig. Erst letzte Woche haben wir Zahlen geliefert bekommen, dass die zweitgrößte Stadt Bayerns, nämlich Nürnberg, was die Studentenzahlen betrifft, an der 8. Stelle steht. Also sprich, hier ist ein Ungleichgewicht da. Und es ist ja zumindest im Wahlkampf ist es deutlich gemacht worden, auch von Kolleginnen und Kollegen aus der Regierungspartei, dass hier Nachholbedarf vorhanden ist, dass der Universitätsstandort Nürnberg zu stärken ist. Und nicht nur der Universitätsstandort, Entschuldigung, sondern auch der Forschungsstandort. Wenn man sich nur anschaut, in der Region München haben wir meines Wissens 12 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. In der Region Nürnberg haben wir 2. Also auch das zeigt, dass hier ein Ungleichgewicht da ist. Und es heißt ja nicht nur, dass man auch so viel haben will, um so viel zu haben, sondern man will das haben, weil damit natürlich auch Voraussetzungen für gute Arbeitsplätze, für Forschung, für Qualifizierung vorhanden ist, die man in jeder Region braucht. Wie wichtig ist denn da die Kooperation mit der Industrie? Also solche Konzerne sehr wichtig, sehr wichtig, ja. Ja. Also natürlich arbeiten Universitäten, arbeiten Fachhochschulen mit Unternehmen zusammen, ob das jetzt Schaeffler, Adidas oder Siemens und andere sind, die brauchen auch in der Region die Verankerung, um zusammenarbeiten zu können mit Hochschulen. Das ist der entscheidende Punkt, dass wir Forschungseinrichtungen haben, auch außeruniversitäre wie Fraunhofer und andere, weil die automatisch auch eine interessierte Wirtschaft mit sich ziehen. Also die locken an. Überall, wo die entstanden sind, entsteht im Umfeld doch eine entsprechend den Forschungsinhalten bezogene Industrie. Und das ist in der Tat deshalb ein Wirtschaftsfaktor hohen Ranges, dass es hier Forschungseinrichtungen gibt. Und da wird man sicherlich für den Nürnberger Raum noch das eine oder andere erkämpfen müssen. Also man sieht es daran, dass die Staatsregierung Nürnberg im Fokus hat. Man sieht es daran, dass eine neue Forschungseinrichtung, so will ich es mal bezeichnen, in Form des Heimatministeriums nach Nürnberg gekommen ist. Da wird also erforscht, wie man die Heimat und auch hoffentlich auch mit vielen Mitarbeitern, wie man die Heimat Bayerns stärkt, die Regionen. Wird es für die Stadt was bringen? Sind es 2.000 bis 2.000 Arbeitsplätze, die... Also die Arbeitsplätze sind nicht die entscheidende Frage. Es kommen ja viele Beamte auch von München rauf. Ich meine, das ist auch ein Positivum für Nürnberg. Aber die ganz entscheidende Frage ist, dass Nürnberg ein Standort der Staatsregierung geworden ist. Das gab es noch nie in der Geschichte. Nürnberg hat einen Teil eines Staatsministeriums. Ich meine, das ist für die Bedeutung der Stadt eine wichtige Aussage. Damit kann man auch, ich sage jetzt einmal, wuchern mit diesem Heimatministerium. Am Anfang haben wir etwas geschmunzelt drüber, muss ich selber zugeben, aber es zeigt sich, dass es doch eine gewisse Anziehungskraft entwickelt, dass die Wirtschaft sehr positiv darauf reagiert hat, die Medien sehr positiv darauf reagieren. Und wenn vor allem dann noch ein Finanzminister der Hausherr ist, dann wird er sicherlich den zweiten Standort und alles, was drumherum ist, nicht vernachlässigen, sondern allenfalls stärken. Die Genese dieses Ministeriums aus Ihrer Sicht, kann man das so unterstreichen?
Also ich kann unterstreichen, dass ich ähnlich wie Sie, Herr Kollege, diese Idee zunächst als eine Schnapsidee empfunden habe, die nur dem Wahlkampf geschuldet war. Jetzt ist das Heimatministerium Realität geworden. Also es wird etabliert, ab Januar glaube ich auch, mit Personal. Etwa 100 Mitarbeiter soll das Ministerium haben. Also es ist Realität geworden. Was es nun letztendlich schafft in der Zukunft? Das ist die Frage, die spannende Frage, die ja uns auch bewegt. Wird tatsächlich erreicht, dass die ländlichen Regionen stärker ihre Bedürfnisse ausgleichen, ihre Bedürfnisse entsprechend gearbeitet wird? Also sprich, dass die Regionen nicht abgehängt werden, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Bayern umgesetzt wird, was ja ein hehres Ziel ist, aber schwer ist auch umzusetzen. Das soll ja vom Heimatministerium aus erfolgen, und das wird man sehen in den nächsten Jahren, ob das tatsächlich dann auch erfolgen kann. Dann wär's eine Erfolgsgeschichte, aber wie gesagt, wir werden das erst sehen in den nächsten Jahren, ob es tatsächlich erfolgreich arbeitet. Also die erste Aufgabe dieses neuen Ministeriums wird es sein, gleiche Lebensverhältnisse, ist jetzt Gesetz geworden, dieses Diktum, ins Land zu bringen, und beginnen wird das Heimatministerium mit dem Ausbau von Breitbandanschlüssen in hoher Zahl. In Nürnberg haben Sie Glück, Sie sind eine Metropole, da ist es kein Thema der Fläche. Ist da noch viel zu holen im Speckgürtel um Nürnberg? Also wir haben hier großen Ehrgeiz. Wir möchten, dass weitestgehend alle Teile des Landes, zumindest wo mindestens 5 Betriebe ansiedeln, eine 50 Megabit in der Sekunde Internetverbindung besteht, weil sonst Architekten oder sonst andere freie Berufe vor allem, aber im Grunde genommen inzwischen fast jede Branche, kaum mehr Existenzchancen hat. Das heißt, dieser Ausbau, auf welchen technischen Wege auch immer, es wird Glasfaser kommen oder auch nur weitere Techniken nach dem Breitband, aber das ist mit Sicherheit einer der ganz entscheidenden Punkte. Wir stecken sehr, sehr viel Geld rein, ist jetzt wahnsinnig viel freigegeben worden, in Milliardenhöhe, halbe Milliarde allein in den laufenden 3 Jahren und dann noch einmal eine ähnliche Summe. Ich halte es für dringend erforderlich, dass man hier öffentlich auch hilft, weil die Wirtschaft, wenn sie nur als einziger Investor da wäre, einfach auf den Gewinn schauen müsste und dann natürlich kleine Gemeinden das Nachsehen hätten. Also bleibt in der Versorgung eines Landes es auch eine zentrale öffentliche Aufgabe, hier zu helfen, um die gleichen Bedingungen auch überall zu sichern. Die halbe Milliarde steht zur Debatte. 2 Gemeinden haben es geschafft, den Förderantrag fehlerfrei auszufüllen. Minister Söder hat dafür einen neuen Beruf entwickelt, den EU-Dolmetscher, der irgendwie ein Landesvermessungsbeamter eigentlich ist. Wird das helfen? Das wird man sehen, ob es helfen wird. Es ist zumindest erkannt worden seitens der Staatsregierung, dass die bisherigen Ansätze nicht gereicht haben. Sie haben es gesagt, 2 ganze Anträge sind im letzten Jahr überhaupt umgesetzt worden. Das zeigt, dass das Verfahren zu kompliziert war, die Bedingungen, unter denen gefördert wurde, kaum eine Kommune eingehalten hat. Und Herr Freller, wie Sie gerade sagten, 5 Unternehmen in einem Ort, in einem Ortsteil müssen da sein, damit dort eine Breitbanderschließung erfolgen kann. Das ist ein Kriterium, das nicht realitätsnah ist. Wir haben erkannt, bereits in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, dass Breitbandausbau so wichtig ist wie Straßenausbau, wie öffentlicher Nahverkehr in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert war. Aber die Umsetzung ist nicht erfolgt. Unter Wirtschaftsminister Huber, noch im Jahr 2006, ist dieses Ziel als wichtiges Ziel erkannt worden. Und er hat damals gesagt, bis 2011 werden wir das in ganz Bayern flächendeckend umgesetzt haben. Jetzt haben wir 2013 und wir stehen noch ziemlich am Anfang. Und deswegen sind alle Schritte zu unterstützen, auch wenn jetzt die Vermessungsämter hier eine Aufgabe bekommen, um die Kommunen zu unterstützen. Aber es muss auch das Förderwesen vereinfacht werden. Es muss jede Kommune hier finanziell unterstützt werden, und zwar viel, viel höher, als es bisher der Fall ist, damit endlich diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die Chance, dass man im ländlichen Raum auch ein Architekturbüro, auch ein anderes Unternehmen ansiedeln kann, damit diese endlich realisiert werden können. Ich will nicht auf ein FDP
geführtes Ministerium etwas schieben. Ich meine, es war letztlich die gemeinsame Staatsregierung, eine Koalition. Aber ich sehe in der Tat hier wirklich noch Handlungsbedarf in der Vereinfachung. Und ich habe hier die Hoffnung, habe auch kürzlich ein längeres Gespräch mit Herrn Söder geführt, dass er hier wirklich durchgreifen will und das Ganze so vereinfachen möchte, dass es auch schnelle Wirklichkeit wird, was wir wollen. Es gibt ganz interessante Ansätze auf kommunaler Ebene. Ich glaube, im Landkreis Bamberg ist es gelungen, dass auf Privatinitiative 3 Dörfer sich selber mit Richtfunk das Internet zugeführt haben. Also so kann es auch gehen, aber das ist dann natürlich die super Ausnahme. Ich würde mal so sagen, man sollte sich jetzt bei der Technik nicht irgendwo einseitig nur binden, sondern schauen, was passt in welchem Eck am besten. Also das ist, glaube ich, auch eine entscheidende Frage, dass man flexibel bleibt. Was vor allem jetzt natürlich auch wichtig sein wird, dass man auf der einen Seite ins letzte Eck, sage ich jetzt einmal, reingeht, aber nicht übersieht, dass in großen Städten vielleicht schon wieder ganz neue Entwicklungen dringend nötig sind, um am Laufenden zu bleiben, wenn sich in bestimmten Stadtteilen zig Industrieunternehmen ballen und hier schon wieder eine Stufe mehr an Versorgung brauchen. Also ich muss beides schaffen, das auf der einen Seite aufholen und auf der anderen Seite nicht Gefahr laufen, Vorsprung zu verlieren. Auf kommunaler Ebene ist neben dem Breitbandanschluss, dem breitbandigen Internetanschluss, die Versorgung mit Hausärzten ausgemacht worden als einer derjenigen wichtigen Punkte, die für Ansiedlung und für den Verbleib auch von jungen Familien erachtet wird, neben den ortsnahen Schulen natürlich auch. Und Nürnberg hat nun das Problem noch nicht. Die Metropolregion klagt noch nicht auf kommunaler Ebene über weiße Flecken in der Hausarztkarte. In Oberpfalz, in Oberfranken gibt es das schon. Dörfer suchen händeringend Nachfolger. Da ist schon der Hausarzt weg. Wie schaut es bei Ihnen aus im Großraum Nürnberg? Also aus dem Großraum Nürnberg selber kenne ich keine Situation, in der keine Versorgung da wäre oder es eine Verschlechterung ergeben hätte. Aber ich komme zum Beispiel aus dem westmittelfränkischen Bereich. Da bin ich geboren im Landkreis Ansbach. Da ist es schon so, dass Ärzte, die jetzt noch praktizieren, in 2, 3, 5 Jahren in Ruhestand gehen und dort die Gefahr besteht, es kommt niemand mehr, weil eben das Auskommen für Ärzte im ländlichen Raum, für praktische Ärzte, nicht so lukrativ ist wie im großstädtischen Bereich. Also da muss vorgebaut werden, dass in diesen Randbereichen, in den ländlich strukturierten Bereichen, dass hier eine attraktive Hausarztversorgung weiterhin besteht. Es gibt ein Bündel von Maßnahmen. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, auch ein Förderprogramm für die Regionen, wo es unter 75% der Versorgungsquote abfällt. Da wird sicherlich auch für Innovationen und Ähnliches Geld gegeben oder insgesamt der Ansiedlung von Ärzten versucht zu helfen. Aber ich sage auch, es entwickelt sich natürlich das ganze Medizinwesen etwas anders. Eher die Bereitschaft zum Facharzt zu gehen, wie beim Hausarzt. Auch umgekehrt eine unwahrscheinliche Belastung für den Hausarzt, für alles zuständig sein zu müssen und die Verantwortung zu haben, ist ein ganz diffiziles Thema, wenn man sich mit den Ärzten befasst. Aber es wäre verdammt schade, dass man ausgerechnet im 21. Jahrhundert eine schlechtere ärztliche Versorgung hätte, wie man es vielleicht im ausgehenden 20. Jahrhundert hatte. Und deswegen meine ich, wir müssen hier hellhörig bleiben. Die Qualität eines Landes hängt auch gerade von der Gesundheitsvorsorge und von der ärztlichen Versorgung ab. Bayern möchte ein Gesundheitsland sein und bleiben. Und das heißt auch, so wichtig Kurorte und alles andere ist, der Hausarzt vor der Tür, wenn das Kind krank ist, ist halt immer noch der Wichtigste. Also es gibt ja verschiedene Modelle, die diskutiert werden. Gemeinschaftspraxen, halbtags Hausärztinnen, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Telemedizin greift in der Fläche schon erste Versuche. Der Staat, glaube ich, fördert die Praxis mit bis zu 65.000 Euro. Aber es muss meiner Meinung nach ja sehr schnell gehandelt werden, denn in den nächsten 10 Jahren sind von den jetzt über 60-Jährigen, die sind dann schon längst im Ruhestand. Und das ist die Hälfte der Hausärzte ist über 60 Jahre alt. Ja, ich denke, Sie beschreiben die Situation ganz richtig. Es besteht aktuell Handlungsbedarf und deswegen
muss es auch kreative und lukrative Modelle geben, damit wir die ärztliche Versorgung aufrechterhalten können. Wenn ein Arzt mal weg ist, ist es ganz, ganz schwer, wieder neu nach einigen Jahren einen herzubringen. Wir müssen schauen, die Strukturen zu erhalten. Und das betrifft im Grunde genau auch diese wohnortnahen Schulmöglichkeiten für die kurzen Beine, die kurzen Wege, ein griffiger Slogan eigentlich. Das ist mein Zitat. Es ist Ihr Zitat. Mein Zitat, vor 15 Jahren nachweislich gebraucht. Okay. Die Freien Wähler heften sich das auf die Fahne und sagen, sie können nicht tolerieren, dass es ein Limit geben soll. Alles, was weniger als 26 Kinder hat, kriegt die Schule geschlossen. Wie können Sie denn die wohnortnahen Schulen... Also wie gesagt, das kürze Beine, kurze Wege war wirklich ein Slogan, den ich vor 15 oder 20 Jahren in einem Aufsatz für eine Zeitung so formuliert habe. Dafür habe ich immer gekämpft und tue es immer noch. Und ich meine aber, bei 26 noch eine eigenständige Schule zu sichern, das ist schon eine Leistung eines Landes. Wenn ich sehe, wie in Baden-Württemberg Grundschulen noch und nöcher zusammengelegt worden sind und damit fast die Hälfte geschlossen wurde, dann zeigt sich, wie gut wir eigentlich mit diesen 26 als eigenständige Schule aufgestellt sind. Ich bin der Auffassung, dass es wichtig ist, dass gerade auch die kleinen Kinder noch ihre Gemeinde auch als Schulort erleben. Im Alter dann ab 10 wird sicherlich manches nicht mehr möglich sein, wenn man auch ein differenziertes Schulwesen anbieten will. Aber hier haben wir auch mit Schulverbünden versucht, Schulstandorte auch zu sichern, wo es halt ein Problem wird, wenn die Demografie so schlimm wird, dass einfach keine Kinder mehr da sind. Ich bin oft als Staatssekretär gefragt worden für den Schulbereich, können Sie garantieren, dass wir auch in 10 Jahren noch eine Grundschule haben? Aber ich sage, das kann ich nicht. Ich kann Ihnen vorhersagen, wie viele Kinder die nächsten 6 Jahre aus Ihrer Gemeinde kommen, ob das noch für Grundschule reicht. Aber danach, wenn keine Kinder mehr da sind, ist auch der Schulstandort natürlich extrem gefährdet. Das heißt aber umgekehrt für uns, dass man neben der Frage des Schulstandorts sichern, auch für junge Familien das Land attraktiv halten müssen. Das heißt, dass vom Wohnungsbau bis zum Nahverkehr, vorhin Kollegin Esbahn angesprochen, dass die Bedingungen, dort sich anzusiedeln und als junge Familie mit Kinderwunsch auch in eine kleine Ortschaft zu ziehen, dass die bleibt. Dann hat auch die Schule die größte Zukunft. Ich glaube, der Satz kurze Beine, kurze Wege ist einer, den wir alle unterstreichen. Die Realität in Bayern schaut leider anders aus. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht zig Schulen, auch Grundschulen, schließen. Und leider hat der Kultusminister deutlich gemacht, nur rechtlich selbstständige Grundschulen sollen erhalten bleiben. Sprich, wenn eine kleine Grundschule einer großen zugeordnet ist, quasi nur eine Dependance dieser Schule ist, dann hat sie kein Recht auf dieses Selbstständigbleiben, obwohl vielleicht in einem kleinen Ort dort eine gewachsene Struktur ist, ideale Bildungsmöglichkeiten da wären, aber weil rechtlich nicht selbstständig, wird hier die Schule nicht erhalten. Ich würde gerne weitergehen, würde sagen, nicht nur im Grundschulbereich ist es sinnvoll, die Schule im Ort zu halten, sondern darüber hinaus. Denn wenn an einem Ort keine Schule mehr ist, dann ist ein Ort der Identifikation, der sich zugehörig zu fühlen, am Ort ist verschwunden. Und es wird über die Grundschule hinaus auch in der Hauptschule deutlich. Darum wollen ja wir mit unserem Modell der Gemeinschaftsschule, wo Realschüler und Hauptschüler miteinander unterrichtet werden, die Möglichkeit haben, dass auch Hauptschulen oder diese Gemeinschaftsschulen Schulen erhalten, wo man bis zur 10. Klasse auch die mittlere Reife erreichen kann, wo man bis zur 10. Klasse hingehen kann. Und die Chance, dass da eine vollständige Schule am Wohnort verbleibt, damit größer ist. Das ist ein ganz anderes Modell, als es die Staatsregierung unterschiedliche Systeme hat, aber mit dem Schwerpunkt, dass die Schule am Ort bleiben kann, weil wir das für eine große Qualität, für das örtliche Leben, für das sich identifizieren mit meiner Heimat, mit meinem Heimatort halten. Und dort, wo ich in die Schule gehe, da fühle ich mich auch als junger Mensch verankert und verwurzelt. Darum legen wir eben so großen Wert darauf, dass die Schule am Ort erhalten bleiben kann. Ich stimme der Kollegin
Vollzug bis zum vierten Jahrgang, aber ab einem bestimmten Alter ist die individuelle Förderung der Fähigkeiten und der Rente eines Kindes noch wichtiger als der unmittelbare Standort. Also der Standort ist eine wichtige Frage, gerade auch im Grundschulalter, aber ab einem bestimmten Alter eines jungen Menschen ist seine Förderung, seine Fähigkeiten gezielt auch in einem differenzierten Schulwesen meines Erachtens für das Kind und seine Zukunft noch wichtiger wie nur die wohnortnahe Schule vor Ort. Wobei, letzter Satz von mir, wobei die Förderung natürlich auch an einer Gemeinschaftsschule möglich ist und auch Sinn macht. Ja, also Förderung, individuelle Förderung ist nicht abhängig davon, welches Schulsystem ich habe. Die kann in der Gemeinschaftsschule genauso gut wie im Gymnasium, wie im getrennten Schulsystem stattfinden. Und deshalb ist unser Plädoyer im ländlichen Raum, diese Schulmöglichkeit zuzulassen. Sind wir jetzt schon mitten im Kommunalwahlkampf ein bisschen. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich fürs Dasein. Es war ein Jahresendgespräch und eigentlich war es der Beginn des Wahlkampfes an einem sehr brisanten Thema. Schulisch wird uns noch länger beschäftigen. Ich bedanke mich fürs Herkommen, für Überstunden quasi. Seit gestern ist ja die Arbeit des Abgeordneten vorbei. Nein. Im Parlament. Im Wahlkreis, in den Stimmkreisen wird viel Basisarbeit gemacht. Okay. Frau Schmidt-Bussinger, Herr Freller, ich bedanke mich fürs Dasein. Danke auch. Dankeschön.